Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute. Also ich weiß, ist noch gar nicht so lang her, etlichen oder einigen Monaten, hatte ich schon mal so eine Madagaskar-Hundskopfboa, ne? Sansinia madagaskariensis als Intro-Tierchen. Damals ein adultes Tier. Jetzt habe ich hier so ein anderthalbjähriges Nachzuchttier. Nachzucht aus Österreich. Also für mich wunderschön, die Sansinia ist nach wie vor eine totale Seltenheit in der Terraristik. Auch die Nachzuchten sind wirklich extrem selten, weil sie sich zumindest theoretisch sehr schwer züchten lassen. Vielleicht ein Grund, wieso sie sich so schwer züchten lassen, ist, dass die Tiere auf Madagaskar ein recht großes Verbreitungsgebiet haben. Nord-Süd, aber auch was die Elevation, die Höhe betrifft, ne? Also kommen von Meeresspiegel bis auf, ich glaube, 700, 800 Meter Meereshöhe kommen die Tiere vor und entsprechend haben sie vielleicht einen verschiedenen Lebensraum. Ne? Und wenn ich jetzt als Terrarianer oder als Züchter mir da zwei Stück kaufe, in Anführungsstrichen am besten noch blutsfremd, eine da, dann ist es halt gut möglich, dass die überhaupt nicht zusammenpassen vom Klima her und sie deswegen vielleicht so schwer züchten. Ne? Also das ist eine Idee oder ein Grund, wieso sie sich vielleicht so schwer züchten lassen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich Nachzuchten, das ist eine davon und ich finde sie wirklich wunderschön. Also die grüne Form, gibt ja auch die braune, die Mandarinform. Das ist jetzt so die grüne Form, so der Klassiker und den wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Das Thema heute ist aber, oder sind wir nicht so weit weg, es ist auch eine Boa, allerdings gehen wir jetzt von Madagaskar nach Mittelamerika, genau genommen nach El Salvador. Ne? Also wenn ihr Mittelamerika ein bisschen kennt, El Salvador liegt wegen so im Süden von Mittelamerika, recht kleiner Staat, zurzeit öfters mal im Fernsehen zu sehen wegen der Flüchtlingswelle. Und in El Salvador leben diese El Salvador Boas. Das ist eigentlich interessant, weil sie sich doch optisch und auch von der Größe schon stark unterscheidet. Also Nachbarländer Honduras, Nicaragua, Panama, also nicht direkt angrenzende, aber in dem Gebiet, die Nachbarländer, da hat sich in El Salvador wohl doch eine, zumindest sagen wir mal, Verbreitungsvariante gebildet. Die sich da schon deutlich unterscheidet. Ne? Ist eigentlich interessant, weil es gibt keine richtigen natürlichen Barrieren. Also es ist eigentlich nichts, was erklärt, wieso die jetzt in El Salvador zum einen etwas kleiner sind wie ihre Kollegen rundherum und auch farblich sich etwas unterscheiden. Ne? Also kann ich mir bis jetzt nicht erklären, ist aber definitiv Fakt. Hintergrund von dem Ganzen ist vielleicht, ich war schon zweimal in El Salvador, ist jetzt aber schon über 20 Jahre her. Da hatte ich ursprünglich oder die ersten, oder vielleicht nicht die ersten, aber oder zumindest die ersten Tiere, die wirklich konkret von diesem Verbreitungsgebiet gekommen sind, hatte ich mit grünen Leguanen importiert. Damals gab es dort eine Zuchtfarm von dem JR. Der hat diese Boas dort bei seinen Leguanen auch gezüchtet. Hatte ich damals fotografiert alles. Gab noch kein Reptil-TV, wäre eine tolle Folge geworden ansonsten. Aber daher, sagen wir mal, kenne ich diese Tiere seit über 20 Jahren, weiß, wie sie aussehen, weiß, dass sie aus dieser Population kommen. Und wie gesagt, ein bisschen verwunderlich, wieso die nicht die Größe erreichen wie ihre Nachbarn drumherum. Jetzt habe ich die ganze Zeit Größe angesprochen. Sie sind, glaube ich, mit die kleinsten Imperatoren, die es so gibt. Diese Tarahumara-Zwergboa, wo immer als die kleinste gilt, ist vielleicht noch ein kleines Stückchen kleiner, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich war noch nie in dem Verbreitungsgebiet dort. Ich glaube, dass die Größe auch immer mit der Fütterung zu tun hat. Deswegen wirklich schwer zu sagen, müsste man mal den direkten Vergleich machen und die parallel dazu gleichmäßig füttern. Also ich glaube, es ist eine der kleinsten. Die Männchen werden so um 1,50 Meter, 1,60 Meter rum und die Weibchen bleiben unter 2 Meter, kann man sagen. Ja. Wie gesagt, ziemlich stark abhängig von der Fütterung. Wenn ich die wirklich jede Woche mit großen Ratten voll fütter oder vollknall, könnte ich mir vorstellen, dass ein Weibchen auch die 2 Meter erreicht. Aber wenn ich die standardmäßig füttere, bleiben die so bei 1,70, 1,80, 1,90. Von der Optik noch
zu sagen, sie sind in der Regel so rehbraun, wie jetzt das Tier hier auf meiner Hand. Ne? Das ist hier so ein Jungtier, circa 3 Monate alt jetzt ungefähr. Sind immer relativ rehbraun. Der Schwanz ist rotbraun, also er ist nicht so leuchtend rot wie bei Constrictor, wie man es aus Suriname oder Guyana kennt. Also die rehbraune Farbe geht auch ein bisschen in das Rot rein. Haben manchmal einen etwas rötlichen Bauch, das Tier jetzt hier kaum, ne? Am Schluss hier vielleicht sieht man es gleich wenig, dass es zum Schwanz hin so ein wenig rötlich ausläuft. Aber ich habe so oft gesehen, dass die Tiere am Bauch auch, rote Schuppen haben oder wenn rot gezeichnet sind. Und sie haben auch immer dieses ziemlich starke Phosphorisieren, gerade so in den Flanken oder wenn sie frisch gehäutet sind, ne? Dieses Regenbogenschillern. Das ist eigentlich bei der El Salvador Boa auch immer ganz gut zu sehen. Generell klar, eine Boa nur an der Optik kann man sie nicht unterscheiden. Es ist, man muss einigermaßen der Zucht vertrauen, dass sie aus einer seriösen Zucht kommt, weil ich natürlich Tiere kreuz und quer verpaaren kann und mir dann aus irgendwelchen Würfen Tiere aussuchen kann, die dieser Optik relativ nahe kommen. So ist es immer gleich ein bisschen schwierig und gibt natürlich auch wahnsinnig viele Diskussionen unter den Boa-Züchtern. Jeder behauptet von sich, dass er nur die einzigen reinrassigen hätte. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich glaube, man kann sich schon einiges nach der Optik richten, vor allem wenn man einen ganzen Wurf hat und der ganze Wurf diese Optik hat. Und wenn der Züchter natürlich auch versichert, dass er aus dem Gebiet kommt, dann ist eine gewisse Skepsis sicherlich okay. Aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es auch Auswüchse mit Bescheinigungen, die müssen ja nicht einmal stimmen. Ne? Da werden alle möglichen Bescheinigungen ausgestellt, ob sie stimmen oder nicht. Also ich glaube, eine Mischung aus gesundem Menschenverstand, Optik, ein gewisses Vertrauen und eine gewisse Kenntnis, die sind ganz gut. Und dann bekommt man auch schöne und reinrassige Tiere. Dann kommen wir zur Terrariengröße. Ich habe jetzt hier in der Hand, also ganz ausdrücklich, keine El Salvador Boa, sondern so eine Sonora Leopard Boa, ne? Auch noch völlig in der Häutung. Ihr seht es an den milchigen Augen. Ich habe keine große El Salvador da, deswegen habe ich die hier als Vergleich. Wenn ich die so vor mich halte, die hat so, ja, die ist ungefähr so lang wie ich, also circa 1,85. Das ist eigentlich ein guter Vergleich für so ein ausgewachsenes El Salvador Weibchen. Auch vom Körperumfang, also die El Salvador sind relativ schlanke Tiere, so wie die hier auch, sind nicht so wuchtig wie manche Constrictor Arten. Also da sehen wir ganz gut oder haben wir einen ganz guten Vergleich über ein adultes Tier bzw. speziell adultes Weibchen. Die Haltungsrichtlinien sind 0,7 mal Körperlänge des Tiers. Das heißt, wenn ich so ein Tier habe mit 1,80 m, brauche ich ein Terrarium, das so 1,20 m, 1,30 m als lange Seite hat. Ne? 0,7 mal 0,5 Körperlänge. Das heißt, 1,30 m mal 0,5, da wären wir bei 80 bis 1 Meter Tiefe. Das ist eigentlich eine gute Größe für so eine El Salvador Boa, ne? 1,20 m mal 80 oder 1,50 m mal 80 finde ich ein tolles Maß. Ja, 1,20 m finde ich schon fast ein klein, aber 1,50 m mal 80 ist eine tolle Größe. Könnt ihr die Tiere gut drin halten und da fühlen die sich wohl. Die Tiere wollen es schön warm natürlich. Ihr solltet am Tag 30, 31 Grad haben. Nachts könnt ihr runtergehen. Bisschen je nach Jahreszeit, also in den warmen Sommermonaten würde ich nachts 25, 26 Grad lassen. In den Wintermonaten, also Mittelamerika, ist auf unserer Halbkugel, die haben auch um die Weihnachtszeit, kühlt es da auch gleich ein bisschen ab. Da könnt ihr nachts auch auf gute 20 runtergehen, 22, 23, aber ihr müsst die Tiere Tag und Nacht beheizen. Ja. Als Heizung empfehle ich nach wie vor diese Heatpanels, je nach Terrariengröße natürlich, das ist so ein 62 Watt Panel, das reicht für ein Meter Terrarium maximal. Wenn ihr jetzt wirklich, wie wir vorher gesagt haben, 1,50 m Terrarium habt, müsst ihr 3 so Heatpanels reinmachen. Ne? Das sind 62 Watt mal 3, dann seid ihr so bei knappe 190 Watt. Das braucht ihr für ein 1,50 m Terrarium.
Aber dann ist das gut beheizt und relativ günstig auch mit den Panels. Als Licht würde ich euch einfach irgend so was LED empfehlen. Ne? Das ist so LED-Feuchtraumleuchte. Hier mit der Flo hier hat vorher gefragt, hier mit diesen Klemmen, willst du denn die überhaupt zeigen? Naja, die braucht man ja, weil das Kabel muss ja irgendwie ins Terrarium rein bzw. raus. Deswegen sind hier so Klemmen dran. Ne? Also das ist dann außerhalb vom Terrarium. Sind es, wie gesagt, das sind so einfache LED-Feuchtraumlampen als Beleuchtung gut. Dann seid ihr technisch, habt ihr das beleuchtet und vor allem gut beheizt. Das Ganze steuert ihr am besten über einen Thermostat mit Nachtabsenkung, dann habt ihr es absolut perfekt. Dann natürlich Wasserschüssel rein, ist logisch. Ein Versteck rein. Ich würde euch empfehlen, macht Moos in das Versteck rein. Ne? Der alte Klassiker, irgendeine Schlupfbox mit Moos drin, da liegen die rein, dann häuten die sich auch gut. Also was auch bei den El Salvador Boas, macht Kletteräste rein, also die klettern auch relativ gern. Ne? Wie gesagt, wo ich in El Salvador war, auf der Farm zum Beispiel, erinnere ich mich auch ganz gut. Die sind eigentlich ein Großteil der Tiere sogar ist im Baum gelegen. Die sind ja doch vom Körperbau recht schlank, also können sie auch gut klettern und deswegen Kletteräste anbieten. Dann habt ihr ein tolles Terrarium beieinander. Die Luftfeuchtigkeit müsst ihr versuchen, möglichst hoch zu halten durch Sprühen, ne? Also mindestens einmal am Tag mit so einer Pflanzenspritze reinsprühen. Da in Mittelamerika, da hat es am Tag 70, 80, 90% Luftfeuchtigkeit. Im Winter ein bisschen weniger, da geht die Gleibing runter. Aber ihr müsst natürlich permanent versuchen, die Luftfeuchtigkeit hochzuhalten. Deswegen, wie vorher auch gesagt, das Moos im Versteck drin, das hilft euch auch, die Luftfeuchtigkeit hochzuhalten. Und dann habt ihr ein tolles Boa-Terrarium, wo die Schlangen sich sicherlich wohlfühlen werden. Dann das Thema Fütterung ist natürlich wichtig. Habt ihr so ein Jungtier, würde ich sagen, füttert es einmal die Woche. Entsprechend großes Futtertier, in dem Fall so eine Springermaus ist gut. Ne? Springerabsetzer sagt man dazu oder ein bisschen größer vielleicht sogar schon. Einmal die Woche. Ich würde das im Wachstum so beibehalten, alle 7 bis 10 Tage. Unter den Boa-Leuten ist es üblicher, dass man weniger füttert. Also die ich als Königspythonhalter, bei uns füttert man scheinbar ein bisschen mehr. Boa-Halter sage ich mal, sparsam füttern. Habe es schon öfters gesagt, also ich würde so einen Mittelweg gehen. Wie gesagt, Jungtier würde ich auf jeden Fall alle 7 Tage füttern. Wenn es als halbwüchsiges Tier könnte, auf alle 10 Tage gehen. Wenn es ein adultes Tier ist, während der normalen Jahreszeit dann vielleicht alle 2 Wochen. Wobei, wenn ihr ein trächtiges Weibchen habt, während der Trächtigkeit, also solange sie frisst, beziehungsweise auch nach der Trächtigkeit, wenn sie die Jungen abgesetzt hat, würde ich wöchentlich füttern. Nicht übertreiben, also der keine 5 Ratten nacheinander geben, aber 1, 2 Ratten, ausreichende Größe für ein adultes Tier, ist sicherlich angemessen und okay. Wie gesagt, Gleibing beobachten, wie das Tier in Anführungsstrichen beansprucht ist. Ne? Dann sind wir auch schon beim Thema Zucht. Die lassen sich schon relativ gut züchten. Stimuliert werden die Tiere durch die Winterruhe. Ne? Im Winter wird es kühler, vor allem in der Nacht wird es kühler. Dadurch fangen die dann am Ende des Winters, Frühjahr, ne? Also entsprechend auch unserer Jahreszeit, fangen die das Paaren an. Ich glaube, auch die Fütterung spielt sicherlich eine Rolle. Also ihr könnt gerade Anfang der Paarungszeit vermehrt Futter anbieten. In der Natur ist es außer, wenn viel Futter da ist, vermehren sich die Tiere. Kann man in der Terraristik genauso machen. Dann fangen die das Paaren an und knapp einem halben Jahr, also die Boas sind lebendgebärend, nach knapp einem halben Jahr habt ihr, wenn ihr Glück habt, 10 bis 25, 30 so hübsche kleine Boa-Babys in eurem Terrarium. Wie gesagt, der ist schon 2 Monate alt, also die Babys sind noch kleiner, für eine Boa relativ kleine Babys. Dann lassen die sich aber wirklich gut vermehren. Abschließend noch vielleicht zu den Farbvarianten. Der ein oder andere wird fragen, ja, gibt es die auch schon als Albino oder gibt es die als was weiß ich was? Also von den El Salvador ist mir noch nichts bekannt, reinrassig schon gar nicht. Da gibt es so die übliche Bandbreite, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, aber es gibt keine Farbvarianten. Wenn es da Sachen gibt, dann sind sie wahrscheinlich reingekreuzt. Ne? Wenn einer hingeht und ein Albino hier reinkreuzt, dann ist es auch keine reinrassige El Salvador mehr. Also wirklich reine El Salvador gibt es bis jetzt nicht als Farbvarianten und vielleicht ist das auch gar nicht nötig, weil die Schlange an sich auch wunderschön ist, die so wie sie aussieht,
ist es auch schön und wirklich ein tolles, lohnenswertes Terrarientier. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.